So, hello everybody, lovely people. Welcome to some breathing exercises. I do a mix in German and English. I mean, my English is even sounding very German. So I make a mix. Complicated things I'm gonna translate. Easy things I think you just know. I don't wanna spam you with too many words. Quick introduction. Strengthening our lungs, also die Lungen zu stärken, is kind of like a basic thing we can do to prevent whatever things flying around outside. Ich habe viel über die Atmung gelernt und auch umgesetzt und festgestellt, auch als Raucher, gerade als Raucher, ist es irgendwie bedeutend wichtig heute, die Lungen wenigstens soweit fit zu halten und zu stärken. So, especially for smokers or everybody who is kind of like a bit sensitive with lungs or never breathed rightly or have a problem or never really focus on breathing. These are kind of like easy accessible techniques I learned in my time as a yoga teacher and yoga student and workshop practitioner. So let's say I give you a bunch of 5 different breathing techniques. I learned, they worked with me, I tried it and I have good experiences, but you decide what is good for you. So we make 5 things and we always make breaks. I make a quick introduction in the beginning and then we practice together. Also das sind so 5 Atemtechniken, die ich gelernt habe, eingesetzt habe, festgestellt habe, wo sie gut helfen und wo sie mich unterstützen und die ich auch gerne weitergebe. Die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die sind aus der ganzen Workshop und den ganzen Lehrjahren während meiner Yoga-Ausbildung, die immer noch anhält und wahrscheinlich nie endet, erwachsen sind. Das ist nur ein Beispiel von den verschiedenen Atemtechniken. Und schickt mir gerne Nachricht, ich werde da gerne noch weitere Informationen auch zuschicken, die habe ich jetzt erstmal rausgelassen, weil ich erstmal froh bin, dass alles so läuft. Send me personal messages if you want to have some more deeper informations about that, where it's coming from, how the names are, whatever is listed, statistics, medical reports, ask me, I send you, but I today we make an easy access to breathing exercise, ein leichter Eintritt in ganz normale Atemtechniken, die uns heute hoffentlich helfen. Als allererstes ein paar Utensilien. Ich empfehle eine Art Tissue Paper, ein Taschentuch, so, because we are using our nostrils, unsere Nase, und es ist gut, wenn man zwischendurch mal die Nase ausblasen kann. Wasser, basic. Und die Sitze. Ich sitze jetzt hier, ich habe hier einen Klotz hier drunter gelegt. Da sitze ich jetzt mal drauf und kann ziemlich easy, relativ gerade sitzen, meine Hände hier hinlegen. Yogis sitzen natürlich auch gerne so, also ich auch später werde auch so sitzen. Das ist aber nur interessant, wenn das easy läuft, ne? Also ist das nicht easy, vergiss es. Wenn ich so 10 Minuten so sitzen muss und das strengt mich an, mach es oder mach es nicht. Die dritte Möglichkeit ist, das switche ich mal eben auf die andere Cam. Ich sitze auf einem Stuhl. Nehmt euch einfach einen Stuhl. So, auf dem Stuhl habe ich meistens die Veranlagung so zu sitzen. So zu sitzen, das heißt, meine Schultern kollapsen, alles ist hier ganz, ganz eng und ich kann kaum atmen. Das heißt, ich kann mich einerseits versuchen, so auf dem Stuhl zu halten, ich werde aber immer die Tendenz haben, zusammenzusacken.
So if you're sitting on a chair, you have a tendency to have kind of like this round back, the shoulders collapsing, your chest is pressed, and you can hardly breathe. And if you want to sit upright on a chair, it's hard because you have a tendency to fall back. So ich empfehle deshalb, nach vorne zu setzen, soweit es geht an die Kante. Was dann passiert, ich komme aus dieser Haltung heraus und kann mich in diese Haltung einbringen und kann jetzt meine Knie, meine Hände auf meine Beine legen. Das heißt, diese Haltung gegen diese Haltung. Ne? Nehmt euch ruhig einen Stuhl. A chair is fully okay for breathing exercise. There are a lot of serious, very good exercises on the chair. There is not a single difference from sitting on the ground or sitting on a chair. Yeah? You can freely decide. I'm sitting on the ground because otherwise I'm talking to you without a hat, obviously. So I'm sitting on the ground, but you decide sitting on a chair and or sitting on the ground. But remember, this can happen. Try to bring your back. Hold yourself on your knees sometimes. Hold yourself here. Hold yourself on the knees, fingers really holding. So, and then you can just like lift your body with your arms, with the strength of your arms. Okay. So, back in this posture. So now I have my personal seating posture. That doesn't mean it's for everybody good. So it's just mine for that certain moment. We can also change. I guide you, yes, through 5 different yoga breathing techniques. And maybe one of them, or maybe all of them, gonna find a way into your daily routine. Okay, pardon. Okay, we start with the first small introduction into breathing and introduction into breathing in connection with the mind. So kind of like sit upright, try to find a good seating. You can wave from right to left, hold yourself on the knees, stretch your back. Try to find a posture between tension and relaxation. That means I'm not collapsing and I'm not too much stretched. Find a way in between. Then put your right hand on your belly, left hand on your chest. So finde einen Sitz, der dich in einer geraden Haltung für ein paar Minuten hält, die zwischen Anstrengung und Entspannung ist. Dazwischen ist deine persönliche Möglichkeit, gerade zu sitzen. Nicht zu angestrengt, aber auch nicht zu locker. Ja, wie im Leben. Das heißt, rechte Hand auf dem Bauch, linke Hand auf der Brust. Jetzt fange ich erstmal nur an, in die Brust zu atmen. Entschuldigung, ich muss die Seiten wechseln, weil ihr seht mich gespiegelt. Nur meine rechte Hand ist auf der Chest und meine linke Hand auf dem Belly. Ich muss die Seiten wechseln. Das heißt, ich atme aber nur in meine rechte Hand, in meine Chest. Let's start with just chest breathing for 12 times. Just very normal. If you want, close your eyes, watch your both hands. Only the chest hand moves up and down with inhalation and exhalation. The belly hand remains as silent, as calm, as non-moving as possible. So, one hand on the chest, close your eyes if you want, and then only inhale into the chest. And exhale out of the chest. Again, inhale, only chest. Exhale, only chest. And try to make it better and better. Some more inhalation, exhalation with your own speed. Try to concentrate on your hands. Only the chest hand is moving. And only the chest hand is moving back when you exhale. Do it several more times. Find your speed and check your mind.
What are your thoughts in that moment? Just like a quick slide. Schau mal, was du denkst dabei. Nur die Brust bewegt sich beim Ein- und Ausatmen. Einatmen, Brustraum wird ganz groß. Und ausatmen, Brustraum wird schmal. Nur an den Brustraum atmen. Die andere Hand ist ganz ruhig. Und schau mal deine Gedanken an. Was passiert, wenn du nur in die Brust ein- und ausatmest? Und dann löse ich das mal ganz kurz. Löse mal kurz die Hände, kurz den Kopf ein bisschen bewegen, ein bisschen locker werden. Keine Urteile, alles fein. Nochmal, selbe Hand auf den Bauch, selbe Hand auf den Brustkorb. Nächste Runde ist, wir atmen nur in den Bauch. Jetzt versuchen wir den Brustkorb stillzuhalten und nur den Bauch zu beatmen. Now we change it. Now we keep the chest calm and only move the belly. So check your hands, how far can you go, that you really, like with inhalation, your belly becomes big, your hand moves out, and with the exhalation, your hand goes in, right? Check your chest should not move, only the belly. Same cycle, I would say, 12 times. Close your eyes if you want, check your hands, and when you inhale, feel your belly blowing like a balloon. And exhale, feeling how the balloon becomes smaller. Jetzt nur den Bauch atmen und spür mal den Bauch nach, wie er beim Einatmen sich aufbläht wie ein Ballon und beim Ausatmen zusammenzieht, wie ein Ballon ohne Luft. And inhale again, expand the belly. And exhale, let it collapse. Check your chest when you do it 10 times more on your own speed. Inhaling, belly is blowing. And exhale, belly is collapsing. Bei der Einatmung den Bauch richtig herausstülpen. Und bei der Ausatmung Bauch wieder einziehen. Finde deinen eigenen Rhythmus. Find your own rhythm. And check your chest hand is not moving. And see your thoughts. What is different? Or maybe same? Und was machen die Gedanken bei dieser Atmung? Sind die anders oder gleich? And if you did it 12 times or you have enough, relax. Put your hands on your thighs. Hände sinken lassen, kurz den Kopf bewegen, move your head, relax the back. Last round, both together. Have some water beside you. Vielleicht ein bisschen Wasser trinken. Ich lege wieder die Bauchhand auf, dieselbe Hand, wieder die Chest Hand. Both hands, same position. And now I start with both. Let's say I start with the belly. Inhale, belly blows up. Chest blows up. Exhalation, belly goes in. Chest goes in. Bei der Einatmung, Bauch raus. Inhale, belly. Chest. Exhale, belly. Chest. Einatmen, Bauch raus. Brust raus, ausatmen, Brust rein. Immer mit dem Bauch beginnen. Always belly first. With inhalation, chest and exhalation, belly and chest. Always inhalation, belly first, then chest. Exhalation, belly first and chest. Einatmen, Bauch zuerst, Brustkorb. Ausatmen, Bauch zuerst, Brustkorb. Und noch nach eigener Geschwindigkeit, eigenem Rhythmus, ganz wichtig. Finde deinen eigenen Rhythmus, mach weiter. Find your own rhythm. And go on. I'm just talking a bit into the pause. Do it longer. Make more inhalation in the belly, chest. Exhalation, belly, chest.
Einatmen, Bauch, Brust. Ausatmen, Bauch, Brust. Ruhig noch ein paar weitere rhythmische Atemzyklen. Und wenn du fertig bist, Pause. Nicht vergessen, Hände ein bisschen lockern, Schultern lockern, Kopf ein bisschen lockern, Rücken, vielleicht ein paar Kreise machen. Vielleicht auch mal die Sitzposition ändern oder wir gehen zur nächsten Atemübung. Die nächste ist etwas intensiver. Das heißt, ich würde jetzt persönlich für mich meine Sitzhaltung ändern. Ich könnte noch weiter sitzen, aber ich ändere die Haltung. So, die nächste Atmungsübung ist Kapalabhati. Eine meiner Lieblingsübungen, die ich grundsätzlich benutze im Winter bei Verschleimung, Nase funktioniert nicht. Sonst fühle ich irgendwie so Zeug hier irgendwie in den Organen. Kapalabhati ist so eine richtig aktivierende Reinigungsmethode, wie ich auch die unteren Lungenbläschen ein bisschen aktiviere, zusammenpresse, sodass sie Material, was da nicht reingehört, nach oben transportieren. So, Kapalabhati is one of my favorite breathing exercises, but just because individually I'm a hedonistic party victim and I try to bring myself back on a healthy path. Therefore, Kapalabhati is basic. You can pump up stuff that is kind of like stuck in the lungs. It's activating the lungs and it brings you some energy. So, don't be surprised if you feel a bit dizzy sometimes. Also nicht wundern, es kann sein, dass während der Übung auch mal eine gewisse so eine Schwindeligkeit auftaucht. Einfach aussteigen aus der Übung, ganz normal atmen für ein paar Atemzüge, bis dieses Schwindelgefühl wieder weg ist und wieder einsteigen. If you feel dizzy, just like get out of the breathing exercise, breathe normally until you feel prepared to be back on track. Okay, first of all, das erste, jedes Mal die Posture checken. Bin ich zusammengekollapsed oder sitze ich gerade? Kriege ich das so quasi hin? Das heißt, hier kann ich mich wahnsinnig gut an den Knien festhalten und mich gerade setzen. Halte mich richtig schön fest. Hold yourself on your knees. Stretch your back. And we do 3 rounds. Wir machen 3 Runden. 3 Runden heißt, die erste Runde sind 10 Atemstöße, die zweite Runde sind 20 und die dritte sind 30 Atemstöße. We start with 10 times breathing, then 20 times, then 30 times. This is just kind of like a proposal. Get always out of the exercise when you kind of like feel something strange, or make it quicker and longer when you are a really experienced yogi. You gotta do some 100 breathing pumpings, I know you. So do whatever you like. We do this the normal, very small beginner ones. That means, I show it on the second cam. So, because Kapalabhati means you are only exhaling and you use your belly. Bei Kapalabhati benutzt du nur die Ausatmung und zwar stoßweise, als wenn du niesen müsstest oder husten. It's like sneezing or coughing. You have kind of like a very quick exhalation. You press the belly in. Also richtig stoßartig den Bauch nach innen ziehen. Mehr muss ich gar nicht machen. Weil danach entspanne ich wieder den Bauch und die Einatmung fließt von alleine rein. Versuch's mal. Einmal so richtig stoßartig wie ein Nieser, wie ein Huster. As if you sneeze or cough. Die Einatmung kommt komplett von alleine. Ignorieren. Inhalation is automatically happening. You can just ignore it. Because the moment your belly is expanding again or relaxing, the air streams in. From this side, it looks like this. You're sitting on the chair, holding your hands, and what happens is, see my belly?
eigentlich nie aktiv eingeatmet, sondern nur aktiv ausgeatmet. You only exhale actively and you completely inhale passively. So let's try that. Sit upright. Try to hold yourself because it's an intense posture, intense exercise. Close your eyes and first we breathe three times very normal. Wir atmen erstmal dreimal ganz normal ein und aus. Eigene Geschwindigkeit, your own rhythm. I don't count. And if you feel prepared, let's do 10 times pulling in exhalation. Start whenever you feel fine. It sounds a bit strange, but we are alone at home. If you have 10 times, exhale completely, fully. Inhale completely and retain the breath for 3 seconds. And exhale. Breathe normally. Jetzt nochmal atmen. Und ein bisschen entspannen. Nach den Atemstößen ist ein kleines Goodie, dass ich danach einmal die Luft vollständig aus meinem Körper herauslasse, vollständig in den Körper hineinlasse und halte. Wie lange kann ich Luft halten? Jeder ist anders. 3 Sekunden ist ein Vorschlag. After every breathing cycle, it's always good to retain the breath and then decide how long you do it and then release the air. Second round, prepare yourself, stretch your back, close your eyes, start with the exhalation, then the inhalation, and if you like, do 20 times, Kapalabhati. Take your time. If you are ready as I am, fully all air out, ganze Luft raus, full inhalation, volle Einatmung, retain the breath, Luft anhalten, 3, 2, 1, 0 und ausatmen. Ganz normal ein- und ausatmen, ein paar Atemzüge, eigener Rhythmus. Normal breathing, relax. So if you want, we make the third round. I offer the 30 times Kapalabhati and Profis of you are gonna do whatever, 50, 60 times. Ich mache wieder mit euch die 30 30er Runde, andere werden wahrscheinlich auf 50 oder sogar auf 60, 70 hochkommen, weil sie eine andere Geschwindigkeit haben. Geschwindigkeit kommt mit der Übung. Okay, stretch the body, straight your body. Die letzte Runde und wir pumpen 30 Mal eher Luft raus und los geht's. Wer Lust hat, fängt an. Start whenever you like, 30 times if you can. And go on and on and try to count the times you are exhaling. And when you did it 30 times, exhale completely, inhale fully, and retain the breath. Ausatmen vollständig, einatmen tief und vollständig und ein bisschen Luft halten. Und ausatmen. Und mit der Ein- und Ausatmung kann ich jetzt wieder ein bisschen Pause machen. Pause a bit, normal breathing. Maybe change your seat, drink some water.
Und man kann auch mal stöhnen bei der Ausatmung. Just sigh if you exhale and feel a bit like. Try also to make some sound when you exhale. It's relaxing. All these muscles we tense now very much. Das entspannt die Muskeln wieder. Auch mal stöhnen beim Ausatmen. I change my seat again. Ich werde meinen Sitz wieder wechseln. Und man kann auch zwischendurch auf dem Stuhl sitzen oder sich an die Wand anlehnen. Wichtig ist, dass ich immer diesen Moment finde zwischen Relaxation and Tension. Das nächste ist die Alternate Nostril Breathing. Das nächste ist die abwechselnde Nasenatmung. Ganz simpel, aber doch auch intensiv, weil ich beide Seiten abwechselnd benutze. Das heißt, dabei wird es passieren, dass ich ein Nasenloch zuhalte und das andere relativ schwer atme. It can happen with this alternate nostril breathing, that you close your, let's say your left nostril, but your right one is kind of like blocked. So what you can do is, put a finger on your, beside of your nose and open the nostril a bit. You can try that. Try to close the nose with your index finger and open it with the thumb on the other side a bit. Try that. One nostril is closed and the other nostril is a bit open through the other finger. Try to open your nostrils a bit more because we only use the nostrils and we change the nostrils with inhalation and exhalation. Wir benutzen jetzt nur die Nase und wir werden beim Ein- und Ausatmen die Nase immer den Nasengang wechseln. Ich gebe es ganz langsam am Anfang vor und nachher ist das relativ logisch. Das heißt, ich beginne einfach mal zum Testen. Ich nehme meinen Daumen, drücke den auf das Nasenloch der Seite meines Daumens und atme aus dem offenen Nasenloch erstmal aus. Ausatmen. Dann atme ich durch dasselbe Nasenloch wieder ein. Und halte die Luft mit beiden Fingern Nase gedrückt halten. Jetzt bleibt der Zeigefinger auf der Nase, Indexfinger und the other nostril. And the other nostril exhalation. Auf der anderen Nasenseite ausatmen. Auf der Seite auch wieder einatmen. Selbe Seite, same side inhalation. Retain the air, Luft anhalten, Nase schließen. Andere Seite öffnen, ausatmen. Other side exhalation. Same side inhalation, selbe Seite einatmen, Luft halten, retain the air, both nostrils closed, obviously, other side opening, exhalation, andere Seite öffnen, ausatmen, selbe Seite einatmen, same side inhalation, both nostrils closing, retain the air. And other side opening, exhalation. And inhalation again, same side. Selbe Seite Nase. Einatmen, Luft anhalten, retain the air. And other side, exhalation. Same side, selbe Seite, inhalation, einatmen, diese Seite, close your nose, both closing, other side opening, exhalation, andere Seite öffnen, ausatmen, selbe Seite einatmen, beide Nasenflügel schließen, close your nostrils, retain the air, and other side, andere Seite ausatmen. Ich gehe noch weiter in dem Rhythmus. Ist so weit verstanden, right?
Auf derselben Seite ausatmen, einatmen, halten, wechseln, andere Seite. Ausatmen, einatmen, halten. Same procedure, go on a bit more. Always when you exhale on one side of your nostril, you also inhale on the same side. Close your nose and exhale on the other side. Inhale on this side, close your nose and exhale the other side. Same procedure. Ausatmen auf einer Seite, einatmen auf derselben Seite, Nase schließen, ausatmen auf der anderen Seite und einatmen auf derselben Seite, Nase schließen. Do some more circles if you like or make a break. Geh ruhig noch ein bisschen weiter oder mach eine Pause. Ich schaue kurz nach, was gleich passiert. Und wenn du fertig bist, when you're ready, relax. And just like relax your back, move a bit. And you can always make sound, mach einige Töne, seufz beim Ausatmen. Make some sound, it's always good for your belly and for relaxation. Okay, if you want to change your sitting posture, drink some water, do it now. Wenn du deine Haltung wieder ändern möchtest, deine Sitzhaltung, jetzt ein guter Moment. Ich wechsle meine Sitzhaltung wieder. Kannst auf dem Stuhl auch mal rumrutschen. Die letzte in dieser Sitzhaltung würde ich jetzt noch empfehlen, auch wenn es schon anstrengend ist, wenn man den Rücken merkt. So, the last posture in this kind of like more or less seated situations now. If you can still sit, so try to find another comfortable seat that you can also stand the next posture is sitting on the ground. The next one is called expanding lungs through fullest exhalation and fullest inhalation. It's a very, very easy thing, but it's intense. Es ist ziemlich einfach, aber trotzdem intensiv. Das heißt, ich leere meine Lungen so vollständig, wie es geht und ich fülle sie so vollständig, wie es geht. Und das machen wir folgendermaßen. Ich mache es einmal vor. Das heißt, ich leere einfach komplett meine respiratory organs. I'm showing it. I'm first emptying all my lungs, everything. Everything is out. I really collapse a bit, that my lungs are completely without air, as far as it goes. Then I hold myself on my knees. Ich werde erstmal die Lunge so leer wie möglich machen, dass kaum noch Luft drin ist. Ich halte mich fest. Then with the inhalation, I stretch my body. Mit der Einatmung mache ich mich gerade, atme ein. Atme nochmal ein. Again inhalation. Und atme nochmal ein. Again inhalation. Is there still some space? Yeah, try that. Full. Keep the air. Hold. Luft halten einen Augenblick und ausatmen. Voll ausatmen. Fully exhalation. Let the body collapse and breathe normally for several times. Körper einfach mal zusammensinken lassen, bis die Luft richtig raus ist. Und kurze Pause, normales Atmen. Short break. Breathe normally for several times. We do it three times. Let's start always with the exhalation, if you are ready. Exhale, let your body collapse. Wir starten mit der Ausatmung. Lass den Körper zusammensinken. Einatmen, inhalation, stretch your body. Einatmen, Körper strecken. Nochmal einatmen, inhale again. And inhale again, nochmal einatmen. Retain the air, Luft anhalten. Und ausatmen, full exhalation. And
And breathe normally for several circles. Und jetzt nochmal atmen, kleine Pause. Eine dritte machen wir noch. Nochmal festhalten, Körper strecken und wir beginnen wieder mit der Ausatmung. A last round. Stretch your body and we start with the exhalation. Let your body collapse. Exhale. Start inhalation. Einatmung starten. Körper strecken. Inhale. Stretch your body. Inhale a second time. And inhale a third time. Dritte Mal einatmen. Hold the breath. Luft anhalten. And whenever you're ready, wann immer du fertig bist, ausatmen. Oh. Lift your body and relax, normal breathing. So, I feel a bit dizzy, we all do, but let's change the posture. I put the block aside, put myself on the ground. And start with keeping my knees up. My feet are on the ground. My hands and arms are beside my body. Also ich liege auf dem Rücken. Meine Knie sind aufgestellt. Meine Füße sind fest am Boden. Meine Hände sind am Boden. Meine Arme sind am Boden. Und eigentlich auch mein Kopf, wenn ich nicht mit euch reden würde. Everything's on the ground except my head because I'm talking to you. So don't look to my side like this, whenever. Okay, we start mit der Einatmung, with the inhalation, lift your hip, Hüfte, mittlerer Rücken, hoher Rücken. Exhalation, start with here, exhalation, upper back down, mid back down, hip. Einatmen, Hüfte heben, unterer Rücken, oberer Rücken und ausatmen, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken, Hüfte. Inhale, hip up, lower back up, mid back up, upper back up. Exhale, upper back down. Mid back down, lower back down, hip down. Einatmen, Hüfte, unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken. Ausatmen, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken, Hüfte. Inhale, hip first, lower back, mid back, upper back. Exhale, upper back, mid back, lower back, hip. Einatmen, Hüfte, unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken. Ausatmen, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken, Hüfte. Inhale, hip up. Lower back up, mid back up, upper back up. Exhalation, upper back down, mid back down, lower back down, hip. Go on in your own rhythm and procedure. Try to bring together your own breathing rhythm. Try to always have the fullest inhalation when your belly is up. And exhalation when everything is down. Finde deinen eigenen Rhythmus. Geh noch länger in dieser Übung. Schau, dass du wirklich Bewegung und Atmung zusammenbringst. Harmonisieren. Einfach, die sollen sich die Hand reichen. Die Atmung soll nicht der Bewegung hinterherhecheln und die Bewegung soll nicht auf die Atmung warten müssen. Try to harmonize breathing and movement. Try not to manipulate your breathing, that it follows your movement,
and try not to manipulate your movement too much to follow your breathing. Yeah? Go on with this movement. Weitermachen mit der Bewegung. Und wenn du das nächste Mal oben bist, if you're next time up with the inhalation, for this inhalation, keep it here and breathe normally. If you want, fold your hands behind your back. Push your arms on the ground. Bring your shoulders further together. Hände in den Boden drücken, Hände falten. Drücke mit den Armen den Boden an. Schieb die Hüfte hoch. Hüfte richtig hochschieben. Knie zusammendrücken. Push your hip up. Try to bring your knees together. Push it up higher. Push your elbows on the ground. Ellbogen in den Boden drücken. Höher schieben und fallen lassen. And relax. If you want, put your knees together. Wenn du willst, Knie zusammenfallen lassen. Kurze Pause. Bisschen hineinspüren in die Hitze des Körpers. Feel what your body does. What is the reaction of this posture? And breathe normally. Next round, we want to stretch inhalation and exhalation because we are adding more movements. Für die nächste und letzte Runde hier werden wir die Aus- und Einatmung etwas strecken, indem wir die Bewegung des Körpers erweitern. Das heißt, very simple, look. We do the inhalation again as we did before and then we bring the arms overhead. Wir atmen ein wie vorher, aber nehmen danach noch die Arme über den Kopf und mit der Ausatmung, mit der Exhalation, bring everything back, arms back, knees pressing und loslassen. Das heißt, ich habe dieselben Bewegungen wieder, aber habe nur die Armbewegung mit hinzugefügt am Ende und die Beinbewegung hinzugefügt. Das heißt, mit der Einatmung rolle ich wieder hoch, bringe meine Arme über den Kopf. With inhalation, same procedure. I bring everything up and then I bring my arms over my head. Und mit der Ausatmung, with the exhalation, I bring everything down as before. And at last my arms and my knees and full exhalation, in this posture, in dieser Position, full exhalation. No airs anymore in the lungs. And put the legs up and relax for one or two breathing cycles, normal breathing cycles. If you want, we do it together. So, get prepared. So, wir können es gern zusammen machen. Arme nah am Körper, Beine sind aufgestellt, knees are up, arms are lying here. My head is on the ground and with inhalation, mit der Einatmung, hebe ich erst die Hüfte, first hip, lower back, mid back, upper back, arms overhead and exhalation. Ausatmung, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken, Hüfte, Arme zurück, arms back and knees pulling to the chest. Exhalation, fully exhalation. And legs back and relax. Jetzt so zwei, drei Mal nochmal atmen, normal breathing. Let's go on. Arms back to the side of the body, palms facing down, knees are up. And with the next inhalation, mit der nächsten Einatmung, hebe ich meine Hüfte, unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken, Arme über den Kopf, arms overhead. Exhalation, roll back, upper back, mid back, lower back, hip, arms coming back, and legs, pulling knees to the chest, fully exhalation. Volle Ausatmung, Knie an den Brustkorb drücken, so doll es geht. Und zurück. Zwei, dreimal atmen, some breathing cycles in normal speed. And last time, arms back, palms down, Arme zurück, Handflächen zeigen nach unten.
Mit der Einatmung, with the inhalation, lift your hip, Hüfte, unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken, Arm über den Kopf, full inhalation, Ausatmung, exhalation, upper back, mid back, lower back, hip, arms und legs, pulling legs to the chest. And relax. Now stretch your legs. Let your body drop. And give yourself some time to relax from this posture. Let yourself sink in the ground a moment. Breathe normally. Breathe in and out. Maybe you see a difference from what was before. Ich entspanne mich immer gern nach den Atemübungen. Bisschen am Boden liegen bleiben und einfach erstmal die Atmung wieder ein bisschen sich selbst beruhigen lassen. Und wenn sie so langsam wieder ein bisschen die Atmung normalisiert hat, setze ich mich nochmal hin. Entweder sitze ich auf dem Stuhl oder ich sitze am Boden oder auf dem Klotz. Eine kleine Abschlussübung möchte ich ganz gerne auch mit anbieten, was wir auch nicht unterschätzen dürfen. There's a final posture. It's not really breathing, but in my opinion it is as important as the breathing. It's a sound om. Om is just not only a sound, om is a vibration, as everybody knows. And what om does, it has, depending on the tone, also je nachdem, wie hoch ich das om für mich einstelle, dort gibt es eine Vibration. Also ich kann mit so ganz tiefen oms, bin ich hier so im Kehlbereich. With the deeper oms, I'm very low here. With the bit medium oms, I feel already, it's kind of like vibrating below my tongue. Etwas höhere Oms, da bin ich schon so im Bereich Zunge-Kiefer. Ich kann eben auch höher gehen, ich kann da bin ich schon mittlerweile an meinen Nebenhöhlen. Das heißt, jede Vibration konzentriert sich auf einen bestimmten Part im Kopf und das ist kein Humbug, sondern es ist einfach Soundwaves. So, every part, every sound, every sound length, every high and low tones has a different impact on different things on your face. And if you are good, you can even feel certain teeth with a certain sound length. Try it. Also nachher findet man sogar einzelne Zähne, die man mit verschiedenen Tonhöhen ansteuern kann. Da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen einen tiefen Sound machen, weil wir wollen hier diesen Rachen- und Kiefer- und Mundbereich stärken. So today we just want to have a deep vibration to be very as low as possible, as deep as possible, to make some vibration here, to strengthen it, to activate it. Vibration, I mean, what to explain, right? Okay, wir sitzen noch einmal gerade. Hier brauche ich mich nicht so doll festhalten. Sit upright, but you don't have to hold yourself so much. Best is you close your eyes. And I have one vibration sound, what is my personal one. You do your only personal one. And we don't need to start on the same moment. Wir müssen nicht zeitgleich anfangen, weil wir haben eben Delay von ein paar Sekunden bei der Übertragung. Das heißt, ich halte mich fest ein bisschen, schließe meine Augen und lasse erstmal die ganze Luft raus. Dann ziehe ich die Luft wieder ein, schließe meinen Mund, I keep my mouth closed and then I make a om with closed mouth. Wenn der Ton zu Ende ist, the sound ends because my air ends, I inhale normally and exhale normally, normal atmen. Und wenn ich mich danach fühle, if you feel right again, get in the om again, do the vibration. Mm-hmm.
Zeit werden die Arme immer länger, man wird immer geschickter, auch die Luft einzusetzen. Man kann auch verschiedene Vibrationen an verschiedenen Bereichen anbringen. Gerade wenn meine Nebenhöhlen mal zu sind, hier, da habe ich natürlich ein höheres Om, dann ist das vielleicht hier bei mir persönlich. If I have certain spaces that need a vibration because my pipes are blocked, let's say here more under my eyes, so I have a higher vibration, but what works with me personally. So that sounds more like... So the cave of sound, or what's it called, is kind of like here in my face. So man merkt es, dass der Sound hier in meinem oberen Gesichtsbereich aktiviert wird. Ich habe schon von Freunden gehört, die Kopfschmerzen damit weg vibrieren können. Also, so some people can also heal headaches with this method. Let's do three or four more, if you want. Wenn du willst, mach nochmal mit. Ich starte ganz tief. Das nächste Arm ist medium high. Und das letzte Arm ist hier oben, das höchste, was geht. Ich atme erstmal aus. Let's start with a deep arm, then we make a medium arm, and then we make a high tone arm. And you see what's happening in your body and your face. So if you're ready, exhale fully. Inhale completely. And start with a very low, deep om. If you are ready, inhale deeply and breathe normally for some cycles. Ganz normal atmen als Pause. Ein paar Atemzüge, ganz normal. Nächste Arm, medium. Get in whenever you're ready. The next arm is a medium tone. Come in whenever you're ready. Start with the exhalation. Exhale. Inhale. And make a medium arm, wherever it is. Ready, exhale completely. Und richtig einatmen danach. Und normal atmen. Normal breathing. Now we do the last and the most intense one. Jetzt kommt der letzte und der intensivste. Der hohe, der höchste Omton. Der schrägt oft ab, aber do however high. You think it's your highest humming om tone. Exhale completely. Inhale completely. And make your highest om tone. Exhale completely. Inhale completely. Einatmen, voll und normal atmen, and normal breathing. These vibrations, it's like people talk a lot about sound and first syllable and om and yes, it's and I like this philosophy as well. Also ich mag die Philosophien um das Om herum. Ich finde die auch alle persönlich sehr, sehr stimmig und glaubwürdig. Was ich aber besonders daran mag, ich habe es ausprobiert und ich habe die Vibration festgestellt. Das ist reine Musikwissenschaft. Es ist music scientific evidence. And so I did it and it helps me very much to keep my lungs activated, to bring my mind a bit up, to give me kind of like mucus out of my throat, wenn Schleim drin ist und ich die ganze Zeit husten muss, Kapalabhati, diese Breathing, Vibration, anything can help.
Alles kann helfen, gerade wenn der Hals verstopft ist oder das ein bisschen zu zähflüssig ist oder ich überhaupt einfach irgendwie merke, dass da irgendwas drin steckt und ich muss ständig husten und räuspern und hüsteln. Ich muss vielleicht einfach mal ein bisschen die Pipes lernen. So, maybe it's just like emptying the pipes, nothing harmful. But what it does nowadays, sorry to use a word, I don't want to do that. Viruses, some special viruses love to nestle deep into your lungs. So we as smokers have a bit higher danger that the thing sinks down. So we keep it a bit up, we keep your lungs strong, so wir versuchen unsere Lungen stark zu halten, damit die, wenn irgendwelche Viren uns erwischen, dass sie möglichst nicht so tief in die Lunge rutschen und dort Unheil anrichten, sondern automatisch rausarbeiten durch Kapalabhati, Wechselatmung, Cleansing Processes. Wir schaffen das. Toll. Ich möchte mich ganz kurz vorm Ende nochmal ganz groß bedanken bei Jan Fabricius für Realisation dieses Projektes, wo ich alleine komplett überfordert wäre mit allen Dingen. Weiterhin Tim Ringewald für die fantastische technische Ausstattung. Ich mache nachher ein Foto von Behind the Scenes. Thank you so much, Jan Fabricius, for realizing this project with your fantastic support, help and your knowledge and cleverness. Tim Ringewald for supplying this fantastic technic setup that even I almost understand. Thank you, Tim. And Sascha, my lovely, lovely person forever, for being such a nice guy for in freedom and in quarantine. So, and I thank you very much as well for sharing your precious time with me. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit mir die Zeit geteilt habt. Was nur auf Englisch wirklich gut klingt, auf Deutsch klingt das komisch, aber ich habe es einfach übersetzt. Thank you that you've been here. I hope it helps. PM me for any questions. Call me, whatever. Ruf mich an, frag mich nach irgendwelchen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich helfe gerne. We see you next time on this channel with maybe Power Yoga. Om Namah Shivaya. Thank you. Bye bye.